She's through. Eva Lys. She's ranked 3 and 42nd in the world. She's taking on Victoria Filipovic, ranked 38th in the world. It's the highest ranked player she's ever played in her career. It's her debut on the Virgin WTA Tour. Main draw. And she is all smiles. The 20-year-old German. They have fallen in love with her today in Stuttgart. And she has been absolutely magnificent. She lost the first set by 7-5. But then she's taken the next two by the same score. And she has booked herself a round two clash with the world number one, Iga Świątek. What a match for Iga Świątek. Fantastic stuff. Wow. Over 3 hours on the centre court. That's the biggest day of her life by some distance, certainly on her tennis court. And she deserves the applause today. Well played to Victoria Filipovic. Not vintage. Herzliche Gratulation, Eva. Was für ein Tennismatch. Ich sehe da eine 3 für 3 Stunden und 9 Minuten. Also viel enger hätte es nicht sein können. Und wenn es so eng ist, dann entscheiden ein paar wenige Punkte. Und sag mir, wie viele Punkte warten das Publikum wert? Ich bin so geschockt, warum Mensch, ich höre gar nichts mehr. Kein Problem. Ich habe dich gefragt, wie viele Punkte das Publikum wert war, weil es ja so eng war. Ich glaube, jeden einzelnen Punkt. Ich habe noch nie vor so einem tollen Publikum gespielt. Ich glaube, es ist nochmal ein komplett anderes Feeling, bei den wichtigen Bällen einfach das ganze Stadion hinter sich zu haben. Und das hat mir auch heute wirklich die nötige Energie gegeben. Deswegen vielen, vielen Dank an jede Person, die heute zugeguckt hat. Es gab ja in diesem Match ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Vor allem im ersten Satz, du hast geführt, du hast ihn abgegeben. Da hatte man das Gefühl, ja, Victoria hat die Erfahrung, die bringt das nach Hause. Wie bist du mit der Situation umgegangen dann zum Beginn des zweiten Satzes? Ich weiß, dass zu jedem Match auf jeden Fall sehr schwere Situationen dazugehören. Da hat mir leider im ersten Satz der Fokus bei den wichtigen Punkten gefehlt. Aber es macht für mich wirklich nicht viel Sinn, sich über diese Punkte aufzuregen, sondern einfach weiterzuspielen und jede Chance nutzen, die mir gegeben wird. Man hat ja da auch zwischendurch den Eindruck gehabt, dass du vielleicht etwas unbeschwerter gespielt hast als Victoria. Die hat das Gefühl gehabt, ja, hier muss ich doch unbedingt gewinnen. Sie war manchmal ein bisschen defensiv, während du doch etwas mehr aufs Tempo gedrückt hast. War das ein gutes Gefühl da draußen, doch die meisten Punkte kontrollieren zu können? Definitiv. Ich habe gespürt, dass ich manchmal auch selbst sehr defensiv geworden bin, was leider nicht mein Tennis ist. Deswegen habe ich immer wieder versucht, in den Platz wieder reinzugehen und mein Ding durchzuziehen, weil ich dann im Endeffekt das Spiel auch so entscheiden konnte. Und wenn wir jetzt vorwärts schauen, dann musst du wahrscheinlich dein Ding noch ein bisschen besser durchziehen, denn die nächste Gegnerin ist die Nummer 1 der Welt, Iga Świątek. Ja, man sollte ja irgendwann mal damit anfangen, auch gegen die Besten zu spielen, die Allerbesten in diesem Fall. Wie siehst du das? Ich nehme an, du hast dich schon öfter spielen sehen. Definitiv. Ich kann, glaube ich, nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf das Match morgen freue. Also das ist wirklich auch für mich ein Moment zu sehen, wo ich mit meinem Tennis stehe und wie gut ich das morgen dann durchziehen kann. Auf jeden Fall, ich weiß zwar nicht, ob ich morgen oder übermorgen spiele, aber ich freue mich definitiv auf das Match. Und das tun wir uns auch und wir können dir garantieren, also du spielst ganz sicher auf dem Center Court gegen die Nummer 1 der Welt. Und wir freuen uns drauf. Nochmal herzliche Gratulation. Willkommen in der zweiten Runde eines WTA-Turniers. Dankeschön. Eva Lys.